Ja, es ist immer noch ein tolles Gefühl. Ich glaube, das ist einer der schönsten Arbeitsplätze Deutschlands hier und es ist ein Privileg und eine Ehre, die Sachsen hier vertreten zu dürfen im Deutschen Bundestag. Ich glaube, die FDP-Fraktion ist angekommen, wir sind professionell und die Stimme der Freiheit wird wieder vertreten im Plenum. Das ist wichtig. Na, ich komme ja aus Sachsen, bin dort aufgewachsen und es ist ein tolles Bundesland, auch wenn es die ein oder andere Schlagzeile abgeliefert hat, die nicht so schön ist. Aber ich glaube, man muss mit seiner Region verwurzelt sein und bei allem, was man hier in Berlin macht, ist es immer wichtig, dass man weiß, wo man herkommt, dass man auch die Rückkopplung hat mit der Bevölkerung, auch mit der eigenen Partei. Und das sollte man nie verlieren, weil in Berlin ist vieles sehr abstrakt und manchmal sehr weit weg von den praktischen Problemen und deshalb ist die Rückkopplung mit der Heimat sehr wichtig. Naja, das war schon die Konstituierung, dass man zum ersten Mal im Bundestag sitzt. Das war toll und dass wir es geschafft haben, historisch gesehen, die Periode zu beenden, wo die FDP nicht vertreten war. Ich glaube, das war ein besonderer Moment, dass wir wieder dabei sind und dass alle Menschen, die irgendwie eine politische Kraft wollen, die für ein selbstbestimmtes Leben eintritt, für Freiheit, dass die endlich auch wieder eine starke Stimme hatten. Das haben wir ja vorher vermisst in den 4 Jahren. Ich glaube, man kann beide Parlamente nicht miteinander vergleichen. Beim Landtag ist man manchmal näher natürlich an den Landesthemen, an den spezifisch sächsischen Dingen dran. Hier ist alles größer, professioneller, auch schneller. Aber man hat auch mehr professionelle Unterstützung. Und ein großer Unterschied ist zum Beispiel, dass man im Landtag 3, 4 Themenbereiche abdeckt als ein Abgeordneter. Und hier ist man doch sehr spezialisiert. Hat man in einem Themenbereich, beispielsweise Verkehr, ich kümmere mich speziell um Eisenbahn. Dafür ist man dann der Experte, aber das braucht man auch, weil die Anzahl der Vorgänge, der Dokumente, auch die inhaltliche Tiefe eine ganz andere ist als im Landtag. Im Prinzip ist die Arbeit zweigeteilt. Man führt zwei Leben. Das eine ist das Berliner Leben in den sogenannten Sitzungswochen. Die Sitzungswoche beginnt Montag, geht bis Freitag und da findet so ziemlich alles statt. Da finden die Bundestagssitzungen statt, da finden die Ausschusssitzungen statt, da sind Anhörungen. Dann gibt es Fraktionssitzungen, wo man Positionen bestimmt. Dann trifft man sich mit seinen Kollegen, zum Beispiel im Verkehrsausschuss, um eine Linie festzulegen. Das findet alles in einer Woche statt und in der anderen Woche kann man dann Termine in Sachsen machen und das wechselt in der Regel. Manchmal gibt es auch Doppelwochen, aber das sind so die zwei Rollen, die man da spielt. Ja, was mich manchmal nervt, sind die langen Sitzungszeiten. Also nachts um eins eine Debatte zu führen, ich glaube, das bringt wenig, weil in der Bevölkerung guckt auch nachts um eins niemand mehr die Debatte an und manche Rede kann man dann, glaube ich, auch wirklich zu Protokoll geben. Also ich hoffe, dass wir in Sachsen eine Anerkennung bekommen für das, was wir hier im Bundestag machen, Stichwort Verkehrsinfrastruktur, dass wir es hinkriegen, dass eine Elektrifizierung beispielsweise Chemnitz-Leipzig endlich angeschoben wird, dass eine Elektrifizierung von Görlitz nach Dresden funktioniert, dass das Land insgesamt mehr Freiheiten bekommt. Das versuchen wir zu machen. Das ist schwierig aus der Opposition, muss man sagen, weil man kann ja die Region nur treiben. In der Regel die eigenen Vorstöße werden natürlich abgelehnt von den Regierungsfraktionen. Aber unsere Aufgabe als Opposition ist es, den Finger in die Wunde zu legen und aktiv für unsere Themen zu streiten und darüber Druck zu erzeugen. Ja, wir sind ja unheimlich viele Kollegen, die neu im Bundestag sind. Und natürlich braucht man eine Zeit, ehe man die anderen Kollegen kennenlernt. Aber mein Empfinden ist, es ist eine ganz andere Stimmung als bis 2013. Es ist ein echtes Team. Es herrscht Aufbruchsstimmung. Die Leute sind bereit, neue Dinge zu machen. Und es ist auch persönlich ein sehr kollegialer Umgang. Das habe ich von außen zumindest zwischen 2009 und 2013 hier nicht so erlebt. Man denkt ja immer, die Abgeordneten, die im Plenum sich jetzt hart an der Sache auseinandersetzen, die sprechen dann überhaupt nicht miteinander. Aber eigentlich ist das Verhältnis ein ganz gutes. Und wir haben auch Interesse daran, uns mit den sächsischen Kollegen auszutauschen, egal ob sie jetzt bei den Grünen sind, bei den Linken, bei der CDU oder bei der SPD. Weil wir wissen, wenn wir was erreichen wollen, müssen wir auch fraktionsübergreifend für sächsische Interessen eintreten.